Ludwig van Bach, genau. Der konnte ja auch seinen, der kann ja heutzutage nicht mehr den Musikern sagen, wie er sowas gemeint hat. Ist es dann ein Vorteil, sag ich mal? Wie viel erklärst du denen noch oder versteht sich das meiste von selber aus im Notentext? Nee, da ist viel, da ist Probenarbeit dabei. Also im Proben lernt man halt das meiste überhaupt als Komponist. Weil die einem direkt Feedback geben und sagen, das kann ich nicht spielen. Ja, da, zum Beispiel, oder es ist eben genau der Moment, wo die Musik, die man geschrieben hat, eigentlich entsteht. Und da gibt es dann manchmal Probleme, manchmal gibt es keine. Und beides ist dann ja ziemlich lehrreich. Und es kann aber auch ein Feedback geben, so dass man sagt, man hat was gehört, was eigentlich gar nicht drin stand, man möchte es aber weiterhin so hören und schreibt es dann auf. Ist es nicht schwer, als Komponist ernst genommen zu werden, weil jeder kennt dieses berühmte Hurz von H.P. Kerkeling, wo der sich lustig macht über neue Musik, indem er halt irgendwas singt. Und oft ist es bei Stücken ja so, dass da ja so irgendwas, sag ich mal, für den Laien erklingt. Ist es schwer, da ernst genommen zu werden? Nee, gar nicht. Also man, so wie der Hurz ja auch ernst genommen wurde, obwohl es nicht so gemeint war. Ja. Im Gegenteil, es ist eigentlich viel leichter, die Leute zu verarschen, wenn man will. Aha. Machst du das ab und zu? Ah. Natürlich nicht. Okay, okay. Ja, aber es ist auch schwierig, sage ich mal, in dem Metier Humor zu verkaufen. Ja, absolut. Finde ich auch. Weil wenn du, oder? Wenn du was Lustiges komponierst, wissen die Leute nicht, ist es jetzt lustig oder nicht? Ist es so gemeint oder nicht? Ja. Und wie ist es dann gemeint? Ich weiß nicht. Also wenn ich merke, dass irgendwas lustig gemeint ist und es dabei bleibt, dann finde ich es nicht lustig. Du hast uns auch hier ein Stück mitgebracht. Es heißt Chloris. Ja. Ja, es ist ein wunderschönes Stück. Und es basiert auf einem Gedicht von Arno Holz. Arno Holz. Und dieser nette Arno Holz hat Folgendes gemacht. Er hat Barockparodien geschrieben. Die hat er 1922 veröffentlicht. Ja, und aus dieser bestimmten Barock-Parodie mit dem Titel Er verlustiert sich über die kleine Chloris, der ganze Titel, möchte ich doch ein paar Zeilen vortragen. Die kleine Chloris wollte, oho, dass ich sie küssen sollte, so, so. So kam mein Finger, oho, ihr an die beiden Dinger. So, so. Sie waren prall wie Zwetschgen. Oho, ich hub sie an zu knetschen. So, so. Also ich verstehe auch, warum du dir diesen Text ausgesucht hast. Hast du den genommen, weil du ihn witzig findest oder wolltest du ein Zeichen setzen? Ich finde ihn gut. Ja. Also nicht nur witzig. Ja. Er ist auch witzig. Ja. Aber auf eine komische Art und Weise ist er witzig. Flink glitt ich Rischelruschel. Oho, ihr in die Purpurmuschel. So, so. DJ Megastyle gefällt es auch. Ist endlich mal Lyrik für dich. Ja. Und dass diese Lyrik auch vertont werden kann, haben wir einen Sänger hier, einen Tenor. Und begrüße jetzt mit einem herzlichen Applaus. Hey. Hey. Hallo. Schön, dass du da bist. So, Nico und wir setzen uns jetzt hier hin und genießen die Aufführung von Chloris. Viel Spaß. Die kleine Chloris wollte dass ich sie küssen sollte, so, so.
Das mir schon der Affen. Oh, so hart ich sie betroffen. So. Und wenn du jetzt auf so einer Party bist und dann lernst du jemand Nettes kennen und sagst, und sie fragen, ja, was machst du so? Ja, ich bin Komponist für neue Musik. Und dann guckst du und dann, wie fassen das die anderen Menschen auf, die, sag ich mal, sich nicht die ganze Zeit mit klassischer Musik beschäftigen? Ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich ein Komponist bin für neue Musik, Sondern? sondern einfach nur Komponist, Ah, okay. weil Wie bezeichnest du denn dann deine Musik? ja, das ist schwierig. Das ist dann der nächste Schritt in der Unterhaltung, nämlich, der dann Ja. kommt. Und da würde ich dann, finde ich dann eigentlich keine Antwort. Zuschauer.